Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute auf der Biogasanlage und wollen mal zeigen, wie sich eigentlich Extratrack verwenden lässt, um die Ernteflotte bei der Maisernte zu optimieren. Hinter uns sind jetzt zwei bis drei Festfahrer zugange. Wir haben fünf Fahrzeuge in der Abfuhrkette, die den Mais zum Feld holen. Und da ist ein Extra, der gerade die Flotte beschickt. Wir wollen jetzt ein paar Stationen angucken, unter anderem das Wiegehäuschen, wo wir schauen können, wo die nächsten Fahrzeuge kommen, zum Wagefahren oder wann die nächsten Fahrzeuge kommen. Wir schauen uns auch den Schlepper an, wie wir uns mit der App so extra navigieren lassen können. Das erste Mal, dass wir die App schauen, aber da machen wir nochmal ein separates Video zu, wo wir die App erklären, Einrichtung. So, wir sind jetzt hier im Wiegehäuschen. Das ist eine Biogasanlage und da natürlich viele Lieferanten hier ihr Material liefern, ist natürlich wichtig, dass die eingehenden Fahrzeugfuhren auch verwogen werden, um entsprechende Lieferscheine für die Lieferanten zu generieren. So, hier ist jemand üblicherweise, der die Wiegungen durchführt und der weiß natürlich nicht, wann das nächste Fahrzeug kommt und sitzt dementsprechend gegebenenfalls auch länger und wartet auf die Fahrzeuge. Das ist natürlich gut, dass jetzt hier die Fahrzeuge mit Fahrzeugtracking ausgestattet sind von Extratrack. Das heißt, wir haben hier auf dem Wiegecomputer den Browser offen. Wir sehen die Standorte der Fahrzeuge, wir sehen die Fahrspuren. Und dadurch weiß auch der Bediener der Waage, wie lange er Zeit hat, bis das nächste Fahrzeug kommt und kann die Zeit gegebenenfalls sinnvoll nutzen. Und weiß auch, dass er wichtig, welches Fahrzeug kommt. Hier unten sehen wir die Fläche. Die wurde gerade angehäckselt, hier ist der Maishäcksler unterwegs und drei Abfuhrfahrzeuge. Und der erste ist gerade beladen, da oben der John Deere 7430. Und der kommt jetzt gleich zur Waage, deswegen machen wir jetzt schnell Platz, damit der Chef hier auch die Fahrzeuge durchführen kann. Wir sind jetzt hier auf dem Schlepper und können jetzt mal einen ersten Blick in die Mobilversion von Extratrack bieten, nämlich unsere App, die für den mobilen Einsatz auf der Maschine gedacht ist. Sehr hilfreich ist die Navigationsfunktion, wenn man sich vor Ort nicht so gut auskennt. Einfach schauen, auf welchem Schlag der Häcksler ist oder den Schlag selber in der App suchen, drauf tippen, Navigation starten drücken und schon führt einem die App direkt zum Schlag. In der App kann der Kunde ausgewählt werden, das heißt, wenn wir für einen Kunden losfahren, dann können wir als Fahrer selbst definieren, ab wann die Zeit für den Kunden läuft und für welchen Kunden die entsprechenden Daten aufgezeichnet werden. Mit der App kann ich die Standorte der anderen Fahrzeuge meiner Flotte sehen, das ist zum Beispiel der Feldhäcksler oder die anderen Abfahrer und darüber hinaus noch die Schlaggrenzen einsehen. Ganz wichtig, wenn ich unterwegs zum Schlag bin und sehe genau, wo der Häcksler ist, dann kann ich die richtige Feldeinfahrt wählen oder es werden lange Rangierzeiten durch das Entgegenkommen von vollen und leeren Fahrzeugen auf schmalen Fahrzeugwegen vermieden,